Shinji. Oh Mann. Ganz junge Mannschaft, du warst einer der wenigen, die überhaupt das Erlebnis eines Derby-Siegs schon mal gehabt haben. Hast du denen vorher erzählt, wie das ist, auf Schalke zu gewinnen? Oder musstest du sie gar nicht extra heiß machen? Ich glaube, die muss man nicht extra heiß machen. Die Jungs sind auch heiß genug gewesen. Ja, ich habe mich daran erinnert, dass wir damals 2-5 genau die gleiche Platzwahl hatten. Deswegen habe ich die Platzwahl gewonnen und dann auch mich dazu entschieden, auch die Seite zu wechseln. Und ja, ich glaube, wir waren einfach gestern dran gewesen und es hat alles gepasst. Wie gesagt, das Datum, ja, der Zeitpunkt, es war einfach überragend und wir haben das halt eben auch gekrönt mit einem Auswärtssieg in Schalke und ich glaube, es gibt schön aus. Und seid ihr angekommen? Wusstet ihr, dass so viele Fans euch erwarten werden oder war das für euch eine Überraschung? Ja, es war fantastisch. Also es war sensationell. Wir haben eben jetzt, also eben auf YouTube, haben wir alles nochmal verfolgt, weil wir selber natürlich so begeistert waren im Bus und haben eigentlich nur die Hälfte mitbekommen. Und ja, auch nochmal herzlichen Dank an unsere Fans. Also wirklich, also absolutes Highlight gestern gewesen. Gänsehaut-Feeling pur. Wie wir auch später zusammengefeiert haben, dann auch auf dem Parkplatz rund um die Autos und alle zusammen eine Einheit. Also das muss man sagen, das Borussia Dortmund. Dankeschön. Ja. Das kann man so sagen. War zwischenzeitlich auch ein bisschen beängstigend, weil so viele Leute da waren mit dem Bus da durch und uns haben durchquetschen müssen. Aber die Jungs und Mädels haben sich toll verhalten. War pure Ekstase, würde ich sagen. Ja, war ein schöner Empfang. Shinji Kagawa hat sein erstes Derby nach dem Spiel, als er wieder hier ankam, besonders erlebt? Davon sollte man ausgehen, also dass er es als besonders erlebt hat und auch so in Erinnerung behält. Wer die Örtlichkeiten da kennt, der weiß, dass die Straße am Rabenow doch relativ ein bisschen länger ist und eine große Wegstrecke dieser Straße ist Shinji auf den Schultern runtergetragen worden. Es war ja, zum einen lustig, zum anderen durchaus auch emotional, weil man wirklich gesehen hat und wir alle gespürt haben und an eigenen Leib erfahren haben, wie wichtig den Leuten dann doch dieser Derby-Sieg war. Ja, wir haben lange genug drauf gewartet, ja, wir persönlich ja auch, aber ein paar Leute noch länger. Und die Erleichterung über den Derby-Sieg war gestern schon greifbar. Ist das dann so ein historisches Ereignis, was dann gerade auch noch am 19.09. stattfindet? Ja, historisch hängt ein bisschen von uns ab, wie wir das in den nächsten Jahren gestalten. Wir hoffen jetzt nicht, dass man in 10 Jahren wieder sagen muss, der letzte Derby-Sieg war irgendwie am 19.09. Aber es war ja, ein schöner Tag. Ich glaube, dass kein Derby-Torschütze jemals vergessen wird in Dortmund. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Mannschaft auch die Möglichkeit hat, noch ein bisschen länger in Erinnerung zu bleiben durch andere Ergebnisse noch. Aber ja, das ist einfach 19.09. Ich habe den Jungs schon vor dem Spiel auch gesagt, ich glaube nicht an Zufälle. Ja, und dementsprechend hätten wir nicht die Saison gespielt, die wir letztes Jahr gespielt hätten, dann hätten wir gegen Schalke, wenn wir nicht in der Europa League, dann hätten wir gegen Schalke am Samstag, dem 18.09. gespielt. Da haben wir uns aber qualifiziert, dann war es Sonntag, der 19.09. und dementsprechend war angerichtet und wir haben das gut umgesetzt. Waren Sie gestern teilweise ein bisschen überrascht, dass es Ihre Offensive ab und zu sehr einfach hatte gegen Schalke? Nee, ich fand nicht, dass wir es einfach hatten, ich fand, dass wir es gut gespielt haben. Und das sehr schwer zu verteidigen war, das war eher der Eindruck, den ich hatte. Und das ist tatsächlich ein bisschen so, das ist nicht weiter schlimm, aber ich finde es trotzdem auch nicht ganz richtig. In letzter Zeit ist immer so, vorm Spiel sind die Gegner immer gut und gefährlich und wenn wir sie gespielt haben, waren sie schwach. So, das ist nicht so, das trifft den Kern nicht wirklich. Ich glaube, wenn wir Schalke gestern die Möglichkeit gegeben hätten, dann hätten sie ein deutlich besseres Spiel gemacht. Wir haben es ihnen nicht gegeben und dementsprechend war das einfach eine verdiente Geschichte gestern.